Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und weil ich einfach nicht wusste, wen ich spielen soll, spielen wir heute... Oh, was war das für ein Lag? Spielen wir heute David. Oh, ich glaube, der Server hat... ein paar Probleme. Weil auch das Ducken war gerade irgendwie verzögert. Aber okay. Okay. Wir nehmen, was wir kriegen. Ist der jetzt mitgekommen? Upsi, hier ist wer. Und er hat sich weggrabbeln lassen. Oha. Okay, der Lag am Anfang war sehr interessant. Vielleicht hat sich ja aber der Server gefangen. Okay, will mich auch nicht heilen. Dann nicht. Hier müsste der Keller sein. Oh nee. Der Keller ist im Tempel. Stimmt. Es hat jemand ein Offering geschmissen, dass der Keller wahrscheinlich im Hauptgebäude spawnt. Aber okay, dann ist halt hier der Tempel das Hauptgebäude. Und es ist ein Camper, Fritz. Also, die letzten Tage ist DBD wirklich eine Krankheit. Ich habe gestern zwei Videos aufgenommen, zwei Folgen für euch. Ich nehme heute, am 13.06. gerade die erste Folge jetzt hier mit euch auf. Und wir haben direkt wieder einen Camper-Killer. Wow! Kann man da nur sagen. Dabei ist doch eigentlich dieser Test vorbei mit dem anderen Matchmaking. Dass man sagen könnte, okay, man hat halt jetzt nach seinen Fähigkeiten gematchte Killer. Keine Ahnung. Frontal mit. Was rennt die näher denn jetzt hier mit rum? Wir gehen jetzt zu dem Generator, der war ja angefangen. Vielleicht ist er auch schon wieder ganz runter. Ein bisschen tuckert er noch. Ich will gerne hier auf der Seite jetzt ein bisschen was wegnehmen. Einer ist ja auf der Seite schon gemacht. Und dann gehen wir mal rüber. Wo bestenfalls auch der Bill schon ist. Vielleicht hat Billy auch Tüftler. Obwohl, nee, ich hatte in der Jagd die ganze Zeit Herzschlag, ne? Bis der Gen dort anliegen. Ich glaube, da ist kein Tüftler. Der Generator hier ist aber auch richtig böse. Ja, du siehst hier quasi gar nichts. Wow, die Sounds sind auch verbuggt. Also die Runde ist irgendwie... Es hat auch Ewigkeiten geladen mal wieder. Aber ich finde in letzter Zeit, die Ladezeit ist sowieso sehr lang. Ich glaube nicht, dass das an mir liegt, seit ich meinen tollen neuen Computer habe. Und so schlimm ist mein Internet auch nicht. Aber ich habe teilweise Ladezeiten, also dieser schwarze Ladebildschirm, von 3 Minuten. Kann halt eigentlich auch nicht sein. Oh, Campy. Ich habe keine Geline. Lass uns Gens durchziehen. Dwight ist dort.
Dwight wird im richtigen Moment retten, wenn es geht. Den hat man erst schon angefangen. Nea ist halt gleich in Phase 2. Oh, es wird gerettet. Dwight nimmt den Hit und er hat ja die Zeit wahrscheinlich. Dwight kann auf jeden Fall was. Ich glaube, Dwight ist ganz... Okay. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Dwight ist ganz gut im Wegrennen und kann was. Aber gut. Ich kenne das ja auch, ne? Manche Jagden laufen halt einfach besser als andere Jagden. Manchmal hat man das Gefühl, man hat so richtig reingepupst. In irgendeiner Jagd. Und manchmal läuft es halt echt gut und du kannst den Killer wirklich lange hinhalten. Ich dachte, hier ist ein Totem. Falsch gedacht. Er winkt. Ein Totem? Nee. Ist hier irgendwo ein Jen? Hallo? Ja. Es wird gerettet. Hoffentlich von Bill und nicht von Nea. Wenn Nea jetzt liegt... Wir ziehen jetzt hier den letzten Generator durch. Oder auch nicht! Oh, er hat gewartet. Shit, 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 shit. Aber egal, wir hingen noch nicht. Er capt zwar nur, aber ich hoffe, meine Mates retten mich trotzdem. Einer ist im Schrank, Dwight rennt weg. Ich glaube, Bill sitzt dort hinten am Generator. Wo ist Nea? Ah, die war dort hinten im Schrank. Na gut. Er ist ernsthaft zum Haken zurück. Schweinebacke. Ich mach den hier. Weiß nicht, wie weit der Jen war, wo Bill dran war. Der ist halt wieder komplett runter. Hatte der Pop? Wobei, so weit war ich noch nicht. Also. Okay, Dwight. Wir sind zu zweit. Vielleicht schaffen wir es, nachdem wo Dwight hinläuft. Noch ist niemand tot am Haken. Wir können nur hoffen, dass die Ausgänge auf zwei Seiten verteilt sind und nicht alle auf der einen Seite da drüben. Das ist für Billy. Knacks. Er kommt hierher. Oh. Oh, die Luke. Ja, nice. Hat der Killer jetzt halt nur auch gesehen. Ich habe nicht geguckt, wo die Ausgänge sind. Da ist einer. Wo ist der andere Ausgang? Ich mache übrigens auch auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Killer Blutwächter hat,
Lauf, Bill. Nein, du weit, Alter, du! Leute. Okay, wir sind alle raus. Wenn sich Nea jetzt nicht umsägen lässt. Okay. Gut. Punkte technisch echt nicht schlecht. Und das Matchmaking war wirklich am besten. Vielleicht war das aber eine S. Obwohl, da. Doch, das sind alles Konsolenspiele. Vielleicht waren die eine SWF. Buntes Matchmaking. Ja, aber wir sind raus. Juhu, wir sind raus. war schon doch auch ein bisschen spannend, die Runde. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Dranbleiben. Wir sehen uns sehr, 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 sehr gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Tschüssi!